Heute habe ich ein kleines, aber ich denke sehr wichtiges Video für dein Chippen ums Grün herum. So, wenn du nicht ganz zufrieden mit dem Treffen bist, dann mach unbedingt Folgendes in der kommenden Saison. So, ich möchte, dass du dicht am Ball stehst. Ich habe hier ein Gap Wedge, ist etwas bergab, so ich muss mit diesem Schläger mit etwas mehr Loft chippen. Der Boden ist aber schön kurz gemäht, so nicht so einfach, den Ball perfekt zu treffen. So, was du jetzt siehst bei mir, ich stehe recht nah am Ball und ich verwende Schwerkraft. So, der Grund, warum nah am Ball stehen gut ist, ist, weil dann wird der Schläger immer zurück zum Ausgangspunkt kommen. Was total entscheidend ist für gerade Bälle und gut getroffene Bälle. Wenn ich zu weit weg vom Ball stehe und um mich herum chippe, möchte der Schläger das tun und den Boden vielleicht zuerst treffen. Aber wenn ich nah bin, dann kommt der Schläger zurück zum Ball, da wo er beim Stand war. So wirklich ganz, ganz nah am Ball stehen. Ich sag dir, woran ich denke während des Schlages. Klar, die Spitze wird den Boden berühren, aber das ist egal. Das kann ihr von Vorteil sein, weil weniger Fläche da hängen bleiben kann. So, nachdem ich ausgeholt habe und ich schwinge relativ gerade zurück, übrigens mein Handrücken bewegt sich eher in diese Richtung und nicht Daumen hoch wie beim langen Spiel. Nach diesem Moment versuche ich meine Hände so langsam wie möglich, wirklich so langsam wie möglich zurück zum Ball zu bringen. Und dann gestatte ich Schwerkraft, den Schläger wieder zum Ausgangspunkt zu bringen. Das war's. So, ich stehe schön gerade, parallel. Ich bin etwas rechts ausgerichtet, wegen etwas Break. Ausholen. Oh, doch kein Break. Mein letzter Versuch. Langsam. Zurück mit den Händen. So, wenn du im Fernsehen schaust, wirst du sehen, dass manche Pros sehr nah am Ball stehen. Und jetzt weißt du, warum. Probier es aus, es hilft. Und ich wünsche dir ein gutes Kurzspiel-Saison. Ciao.